Ja, und wir können endlich mit dem letzten Teil der Quest anfangen von Wolli. Wenn er sich denn ansprechen lassen würde. Hallo? Wolli, ich will dich nicht verlassen, ich will mit dir Junge, bin reden. ich froh, dich zu sehen. Gameplayerin, ich glaube, ich weiß jetzt, was mit den Lichtern an meinem Karussell los ist. Hast du Zeit, mir zu helfen? Ja, natürlich. Okay, also, ich habe im Karussell nachgesehen und versucht herauszufinden, warum die Lichter nicht funktionieren. Als mir klar wurde, dass ich noch nicht nachgesehen hatte, was in der alten Spielzeugkiste war. Ich wollte sie öffnen, aber als ich sie berührte, fingen die Lichter an zu flackern und ich hörte, wie die Musik einsetzte. Das Karussell schaltete sich wieder ein. Was auch immer sich in dieser Kiste befindet, ist der Schlüssel, um das Karussell in Gang zu setzen. Was hältst du davon, mit mir der Sache auf den Grund zu gehen? Schauen wir uns noch einmal die Spielzeugkiste an. Bis bald, Partner. Ja, können wir machen. Da ist die Spielzeugkiste. Okay. Eine Spielzeugkiste voller Kindheitserinnerungen der Dorfbewohner schaltet die Lichter des Karussells ein. Ich liebe es, Merlins Magie bei der Arbeit zu sehen. Da ist er. Howdy, Partner. Was stand auf dem Stück Papier? Diese Spielzeugkiste wurde von Merlin verzaubert. Die Lichter des Karussells werden von den Kindheitserinnerungen der Dorfbewohner gespeist, die sie uns geliehen haben. Oho! Das ist es. Jetzt erinnere ich mich. Die Spielzeugkiste war früher voll mit allen möglichen Sachen. Der Zauber scheint ziemlich mächtig zu sein, wenn man nur die Spielzeugkiste berühren muss, um die Lichter flackern zu lassen. Ich wette, wenn wir nur drei Kindheitssouvenirs hätten, würde das Karussell sich wieder drehen. Mir gefällt, wie du denkst, Partnerin. Wem sollten wir fragen? Wir müssen sicherstellen, dass wir mit jemandem sprechen, der eine große Sammlung von Erinnerungsstücken hat. Ich habe gehört, dass Ariel gerne sammelt. Fällt dir noch jemand ein? Wir müssen sicherstellen, dass wir mit jemandem sprechen, der seine Kindheit mit magischen Kreaturen verbracht hat. Ist Christoph nicht mit Trollen aufgewachsen, die über ihn wachten? Fällt dir sonst noch jemand ein? Wir müssen sicherstellen, dass wir mit jemandem sprechen, der in frühester Kindheit an einen Sinn für Abenteuer, von frühester Kindheit einen Sinn für Abenteuer hat. Klingt für mich nach Vaiana. Ich wette, sie hat etwas. Das ist eine tolle Liste, Gameplayerin. Ich bin sicher, sie werden uns gerne helfen. Danke. Ja, bin ich auch sicher. Jeder hilft hier jeden. Ich hoffe nur, dass alle wach sind. Sonst haben wir echt ein Riesenproblem. Oh, Ariel kommt gerade durch die Mauer auf uns zugeschossen. Naja, geschossen kann man es nicht nennen. Ach nee, Ariel hat ja jetzt Beine, stimmt ja. Ariel, warte mal. Ich hab das Hallo, total ich vergessen. bin's, Ariel. Nee, echt? Hallo, Gameplayerin. Es ist so schön, dich zu sehen. Kann ich dir irgendwie helfen? Udi und ich benötigen einige wertvolle Erinnerungen aus der Kindheit für einen Zauber. Hast du in deiner Sammlung etwas, das ich mir ausleihen könnte? Auf diese Weise könntest du deine Sammlung ein wenig entrumpeln. Ich verspreche, Woody wird gut darauf aufpassen. Oh, ich bin mir sicher, das wird er. Und ich habe genau das Richtige. Es ist ein schöner Wurlitzer, aber Erik meint, es ist deine Spieldose. Ich leihe es dir und Woody gerne. Nach allem, was du für mich getan hast, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Hier. Danke. Danke auch. Ja, aber ich sollte trotzdem gucken, wo die sind, bevor ich hier. Ah, Vajana ist quasi über mir. Mini. Ach, da. Ich wollte gerade sagen, Mini sehe ich. Vajana noch nicht. Ich weiß zwar nicht, warum sie da so komisch rumsteht, aber. Ich muss mit dir reden. Warum hast du dich denn hier so versteckt? Hey, Gameplayerin, wie wäre es mit einem weiteren großen Abenteuer? Woody und ich versuchen, sein Karussell zu reparieren. Merlin hat eine alte Spielzeugkiste verzaubert, um die Lichter vom Karussell mit Strom zu versorgen. Aber damit das funktioniert, brauchen wir einige wertvolle Gegenstände aus der Kindheit. Ich habe mich gefragt, ob wir etwas von dir ausleihen können. Ich wette, das Meer hat dir viel geschenkt. Das Meer ist definitiv mein Freund. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich das bemerkte. Ich war noch sehr jung und bin alleine zum Strand gelaufen. Eine Babyschildkröte versuchte, das Wasser zu erreichen, also habe ich sie von einigen Vögeln beschützt. Danach gab mir das Meer ein paar Muscheln und das Herz von Tefiti. Ich teile gerne eine der Muscheln mit Woody.
Hier ist sie. Es ist ein Muschelhorn. Toll, lass uns später reden. Sehr schön, dankeschön. Ich räume euch hier hinten auch mal den ganzen Mist so ein bisschen raus, damit ihr euch überhaupt noch hier bewegen könnt. So, Christoph, wo ist der denn jetzt? Der ist wieder unten. Na toll. Scar und Ursula scheinen sich ja gut zu verstehen. Oh, oder seid ihr gerade zurechtgewiesen? Ich bin mir nicht sicher. Ach, da hinten auf der Seite ist er. So, ich muss hier auch noch umräumen. Ich habe schon angefangen, die Zimmer von innen so ein bisschen einzuräumen. Aber das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Zumal ich habe natürlich noch nicht so viel, was man benutzen kann. Ich habe einige Themen, wo ich mehr von habe und andere Themen, da habe ich fast gar nichts von. Aber ich habe schon ein ganz gutes Wally-E-Zimmer gemacht. Allerdings leider nur eins. Hey, wie läuft's mit dem Karussell? Ich habe gesehen, dass du daran ein paar Reparaturen vorgenommen hast. Es fehlt noch eine Sache. Es gibt einen Zauber, den wir ausführen müssen, um die Lichter einzuschalten. Gibt es ein Erinnerungsstück aus deiner Kindheit, das du mit Woody teilen könntest und das dir sehr am Herzen liegt? Ich bin auf der Suche nach etwas Magischem. Ich habe so etwas. Es ist nicht gerade magisch, aber nahe genug dran. Oh. Vielleicht weißt du es nicht, aber ich wurde von Trollen aufgezogen. Sie waren großartig. Ein bisschen aufdringlich, aber wirklich nett. Sie gaben mir das Gefühl, ein Teil ihrer Familie zu sein. Mhm. Ich habe diese kleine Trollstatue, die ich zur Erinnerung an sie geschnitzt habe. Ich leihe sie dir gerne, um Woody zu helfen. Hier ist sie. Oh. Hey, danke. Ja, danke dir. Ist Woody denn noch da? Nee, Woody ist irgendwo... Oder? Hä? Nee, Woody ist doch hier drin, so wie es aussieht. Das sieht immer so ein bisschen seltsam aus. So. Bitteschön. Wow, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Wow, seh dir das alles an. Ich bin sprachlos. Es bedeutet mir sehr viel, dass die Dorfbewohner mit mir ihre Schätze anvertrauen. Hey, während du weg warst, hatte ich eine Idee. Wir sollten auch etwas von uns beiden in die Spielzeugkiste legen. Wir müssen die perfekte Kindheitserinnerung erschaffen. Das ist eine großartige Idee. Ich dachte, das würde dir gefallen. Wie wäre es, wenn wir eine Deckenburg bauen und ein paar Freunde einladen? Zum Beispiel Buzz. Dann machen wir ein Foto und legen es in die Spielzeugkiste. Ja, genau. Beginnen wir damit, die Materialien für die Deckenburg zu sammeln. Auf Wiedersehen. Bis jetzt bald. Jetzt bekomme ich wieder Angst. Oh Gott, oh Gott. Weichholz. Weichholz habe ich natürlich mal wieder nicht genug. Ich meine, Stoff, gut, den können wir, glaube ich, herstellen. Seile müssten wir normalerweise auch herstellen können. Ach, lauf doch einfach. Glas, glaube ich, auch. Das Weichholz muss ich allerdings besorgen. Bin ich mir hier gerade nicht sicher. Das ist doch von hier. Ja, das ist von hier. Okay. Dummerweise ist natürlich, wenn man Weichholz braucht, der Vorrat nicht da. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich glaube, ich habe auch gestern das Weichholz gebraucht, um irgendwie ein oder zwei Truhen zu machen. Also das, was ich danach nochmal gesammelt hatte. Nachdem ich dann ja so endlos viel davon ja, loswerden musste. So, Stoff 4, Seil 4, Glas 5. Stoff 4, Seil 4. Oh, okay. Stoff 4, Seil 4, Stoff. Oh, nee, das ist mir vielleicht ein bisschen viel. Zwei Seile brauche ich noch. Und was war jetzt mit dem Glas? Glas waren 5. Okay, zwei Seile und 5 Glas. 5 Glas ist okay. Zwei Seile. Da brauchen wir Faser für. Faser. Achso, jetzt weiß ich gar nicht. Doch, ein Faser, genau. Das heißt, wir brauchen zwei Fasern. Ach, wir können direkt auf einmal 5 machen. Okay. Dann. Ach nee, wir brauchen nicht zwei Fasern, wir brauchen 8 Faser. Okay, dann brauchen wir jetzt noch 10. Zack. Und machen dann zwei Seile. So.
So, ja, dann das Weichholz. Das werde ich jetzt mal eben offline sammeln, würde ich sagen. Übrigens, da gibt es auch noch eine kleine Anmerkung. Das habe ich durch Zufall mal gelesen, weil ich was anderes gesucht hatte damals. Und diese Deckenburg, ich meine, das wäre die Deckenburg gewesen. Muss ja eigentlich, weil es ist unsere letzte Quest, die wir jetzt hier machen. Die dürft ihr, auch wenn es so aussieht, ich glaube, nicht nach drinnen setzen. Wenn ihr die nach drinnen setzt, bekommt ihr die nicht mehr raus, aber die Quest geht nicht weiter. Ich meine, es war drin. Ich gucke zur Sicherheit am besten gleich nochmal nach, während ich das Weichholz sammel, weil ich nämlich auch so ein ganz klein wenig Panik habe, dass ich da was falsch machen könnte. Ich habe das nämlich auf Twitter mal geteilt. Da kam von irgendjemandem, ich weiß nicht mal, wer es gewesen ist, kam nämlich der Hinweis, dass man das auf gar keinen Fall machen darf. Und dann habe ich das auf Twitter geteilt und ja, deswegen ist das halt bei mir jetzt hängen geblieben. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Weichholz geholt habe und dann kann ich es euch nochmal hundertprozentig sagen, wo dann die Deckenburg hingestellt werden soll. Bis gleich. So, und damit haben wir dann die 40 zusammen. Dann können wir nochmal rüberporten. Wie mich meine innere Stimme gerne erinnert, ich komme in Frieden. Ja, genau. Ich habe übrigens den Artikel... Deckenburg muss ich noch herstellen, genau. Ich habe übrigens den Artikel gefunden und da hieß es, genauso wie ich das im Kopf hatte, dass man den Fehler unbedingt vermeiden soll. Die Quest aktuell heißt die Erleuchtung. Falls ihr da nochmal nachgoogeln wollt, könnt ihr auch oben links sehen. Und ihr dürft es auf gar keinen Fall nach drinnen bauen. Die haben auch Screenshots gezeigt von anderen Leuten aus ihren Discord, die sich darüber beschwert haben, dass es halt nicht funktioniert. Und eben die anderen darauf aufmerksam machen wollen, ja, damit da nicht der gleiche Fehler im Endeffekt passiert. So, ich werde aber trotzdem mal nach unten gehen. Ich weiß nicht, ob man die dann so stehen lassen kann oder nicht. Deswegen versuche ich mal hier hinzumachen. Platziere die Deckenburg. Aber entgegen dem, was man eigentlich denken könnte, weil die doch sehr, ja, sehr nach drinnen aussieht. Zumal die, ah nee, das ist eine Decke, die da drunter ist. Also sieht doch sehr stark danach aus, als ob man das Ganze drinnen platzieren soll. Aber man soll es eben nach draußen platzieren, was wir jetzt auch gerade gemacht haben. So, nein, ach. Nein, will ich nicht auf dem Gerät speichern. Ach ja, ich muss wieder Ja drücken, damit ich überhaupt rauskomme. Das ist so blöd gemacht. So, dann Maui natürlich im Hintergrund wieder Faxen am Machen. Hau doch einfach ab, Maui, ganz ehrlich. Oder wir müssen gucken, dass er eine gute Position hat. So, so, ja, so gucke ich jetzt irgendwie doof, aber... Nein, guck nochmal in die Kamera. Ach, das Schweinchen war gerade so süß da. Naja, okay. Nehmen wir mal das. Da gucke ich zumindest nicht ganz so doof. Wenn ich schon mit dem Bild sein muss. So. Was, die Sonne scheint. Also gut, Leute. Genießen wir diesen schönen Tag. Ja, das ist richtig. Bis auf in der Realität natürlich, weil bei uns ist draußen Junge, jetzt gerade sehr trist. Zu sehen. Howdy, howdy, hey, das war ein Riesenspaß, Partnerin. Ich bin froh, dass Bass dabei ist. Oh, und ich habe mir von Merlin ein Buch über die Verzauberung ausgeliehen. Darin steht, dass uns nur eine Sache fehlt, eine magische Phrase, um den Zauberer zu besiegeln. Warum suchst du sie nicht aus? Das ist eine Schlange in meinen Stiefeln. Okay, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, um Rex zu zitieren. Rar. Ja, da es um ihn geht, würde ich sagen, da ist eine Schlange in meinen Stiefeln. Gute Wahl, Partnerin. Wow, sieh dir das an. Danke. Ja. Oh, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Das Karussell sieht toll aus. Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen, kannst du die Deckenburg behalten und überall aufstellen, wo du willst. Weißt du, das alles hat damit angefangen, dass ich mich hier im Dorf nützlich machen wollte. Aber jetzt erkenne ich, dass es vielleicht genügt, einfach nur da zu sein und die Leute daran zu erinnern, wie es war, ein Kind zu sein. Du bist ziemlich weise, Gameplayerin. Dich hier zu haben, ist wie eine innere Stimme, die mir hilft, das Ganze zu sehen.
Deshalb wollte ich, dass du das hier bekommst. Eine Zugschnur, genau wie meine. Als Symbol für unsere Freundschaft. Ist das jetzt was um das... Ja, neue Kleidung, genau. Gar nicht mehr dann hinten dran machen, oder was? Okay, ja gut. Ja, dann war das tatsächlich die allerletzte Quest, die wir bisher haben. Heute gibt es allerdings noch ein Update. Wir haben jetzt heute Donnerstag. Ich weiß aber nicht genau, wann das kommt. Das heißt, ich werde wohl heute erstmal noch nichts Neues aufnehmen können. Aber sollte normalerweise dann trotzdem nahtlos übergehen mit den anderen Folgen. Ja, so ein bisschen wehleidig bin ich jetzt gerade schon. Goofy, könntest du mal aufhören, hier so eine Bildbombe zu machen, bitte? Ich bin hier gerade am Abmoderieren. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Es fehlt nur noch, dass Maui hier wieder mit dem Ding da reinschwenkt. Ja, also das ist kein endgültiger Abschied, aber für mich ist es jetzt gerade so ein, oh, ich habe jetzt erstmal alles geschafft, bis das Update durch ist. Dann würde ich sagen, wir beenden hier erstmal die Folge. Denkt bitte daran, wenn ihr das Ganze selber machen wollt und noch nicht gemacht habt, dass ihr auf jeden Fall das Teil nach draußen stellt. Ihr habt ja jetzt gesehen im Hintergrund, ich habe es jetzt wieder drin. Ich hoffe inständig, dass ich das trotzdem jetzt drinnen aufbauen darf. Zumindest ist die Quest ja beendet. Also von daher denke ich mal, hoffe ich mal, dass es dann keine Probleme gibt. Hey, guten Morgen, Partner. Ja, guten Morgen. Ich wollte aber mich gerade verabschieden. Ihr müsst mir doch nicht immer alle ins Wort fallen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also die Folge ist erstmal für heute beendet. Und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich weiß, dass... ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Die mit den schwarzen Rasterlocken da. Das ist irgendwas mit E. Enrique... Nee, ich weiß es nicht mehr. Dass die heute kommen soll. Und Olaf soll es wohl noch geben. Und, nee, ich glaube, König der Löwen kommt erst später, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was alles noch freigeschaltet wird und was wir noch für Quests machen können in den nächsten Folgen. Bis dahin erstmal. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.